So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere hier mit Bilbao auf der PlayStation 5. Schön, dass Sie wieder dabei sein. Ja, ich hatte ein paar technische Probleme gerade. Jetzt habe ich sie Gott sei Dank behoben, indem ich die Konsole Gott sei Dank neu gestartet habe. Und jetzt geht's weiter mit FIFA und wir treffen heute auf Getafe. So, Spieler verletzt. Es ist leider so, dass er erstmal für 5 Tage raus ist. Wieso soll es gehen eigentlich? Aber gut. Ich glaube, wir haben jetzt eh noch ein Deadline Day, ne? Oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben noch das nächste Spiel. Leider nur für 14 Ohren. Ablehnen. Also ich kann erst dann reagieren, wenn Williams raus ist aus der Nummer, wenn der gegangen ist. Und der ist jetzt weg. 40,9 Millionen für Nico Williams. Es tut mir extrem weh, diesen Spieler gehen zu lassen. Die Ablöse war einfach zu gut. Und wechselt nach Rom. Für, wie gesagt, 41 Millionen Euro. Aber das ist leider ein Angebot, was ich 0,0 ablehnen soll, konnte. Er hätte 43 Millionen bringen können, aber wie gesagt, für das Geld werde ich mir jetzt Berino holen. Spieler suchen. Warte mal, wie cool habe ich eigentlich vom Konto jetzt mittlerweile? Wir sind ja ein bisschen drunter, ne? Die 40 Millionen haben wir die Folge, 60 Millionen. Okay, dann können wir den tatsächlich verpflichten. Dann werde ich mir Merino noch holen, zusätzlich. No, wo ist er denn? Mika Merino, da ist er. Den werden wir mal kurz verpflichten. Kopfvorschlag. Wollen wir den noch kriegen? Fragezeichen, wir buttern jetzt gerade hier Real Sociedad mit Kohle zu. Ah, 50. Bitte was? Ich habe euch 50 Millionen geboten? Okay, dann nicht, dann nicht. So, jetzt gucken wir mal gerade wegen der La Liga Santander. Mit dem Transfer. La Liga, La Liga, La Liga, La Liga. Wo haben wir denn? Was sind wir denn hier? Warte mal, da ist er doch. So, Real Sociedad. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich da mal noch einen Spieler bekomme. Aus dem Mittelfeld. Also, Eramendi, der ist leider halt nicht alt. Das ist halt zu alt. Freigabe sind 2,5 Millionen, okay. Pasalic, David Silva. David Silva ist, glaube ich, kein. Ist, glaube ich, kein. Ist, glaube ich, kein Basketball. Außerdem ist er je zu alt. Damit wäre das Thema sowieso gegessen. So, gucken wir mal gerade kurz, weil ich muss jetzt doch einen Außenspieler verpflichten. Auf der Position. Ja, Iñaki, okay. Der ist ja gerade gegangen. Und ja, ihn habe ich ja. Der ist nicht drin im Kader. Briefer. Dann habe ich eine Alternative. Ach, der ist. Oder. Warte mal. Ja, wenn er. Gut, ich hätte eine auf der Bank. So. Borja. Borja Sainz. Ist das Sainz? Sainz heißt er, ne? Ja. Dann werden wir uns den hier holen. Der ist nämlich Baske, tatsächlich. Steht zumindest in der Liste drin. Verhandeln. Dann hätten wir nämlich eine Alternative auf der Position. Es war nur 69 stark, aber hat ein gutes Potenzial, den ich hochnehme. Akzeptieren. 21 Jahre alt. Freigabesumme natürlich raus. Was hast du? Jetzt muss ich wissen, was hast du für Gehalt? Ich will nicht so viel geben. 7000. 40.000. Mal gucken, was er nimmt. Okay. Ja, das nehmen wir doch mal anders. Okay, dann passt das. Dann haben wir Borja Sanz als Alternative, als Perspektivspieler für Bilbao geholt. Wechsel von Giresunspor aus der Türkei für 6,7 Millionen Euro zu uns. Ja, Merino, den nenne ich gerne, aber den kriege ich noch. Keine Sorge, ich krieg dich noch, mein Freund. Der wäre nämlich genug für Alternative. So, 3,1 Millionen.
Ja, gut, ich habe auch Alternativen auf der Position, aber ich will halt Merino gerne haben. Und das ist halt. So, Sainz wechselt auf die Position. Berenetier, ja, gut, okay, der könnte theoretisch auf der Position spielen, aber der kann auch. Mal gucken, ob er da auf der Rechtsverteidiger. Der kann auch theoretisch Rechtsverteidiger spielen, ist halt, aber nur, ist halt schwächer als. So. So, passt doch. Gut. Nächster Gegner, wie gesagt, Retafe. Leinwurf Paredes. Eitor Paredes. Delegieren. Die Leihe mal rausnehmen. Wir haben auch 2 Jahre. Ja, wie gesagt, leider mussten wir uns von Nico Williams trennen. Nicht, weil er irgendwas angestellt hat, sondern es ist einfach so gewesen, dass er dann leider Delegieren. Leihe. Ich bin kein. Ach, scheiße, jetzt bin ich wieder zu schnell gewesen mit dem Wechselkurs. Leider, okay, egal. So. Na gut, nächster Gegner ist, wie gesagt, schon. Abonnieren ist sogar tatsächlich ist soweit fit. Okay, eigentlich hätte ich schon gedacht, der wäre raus aus der Nummer, aber nein, ist er nicht. Darf halt tatsächlich sogar spielen. Ja, ist sogar einsatzfähig. In Retafe, genauer gesagt im Coliseum Alfonso Perez. Willkommen zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. FC Retafe gegen Athletic Bilbao. Athletic Bilbao ist mit 2 guten Auftritten gestartet. Richtig, 2 Siegen. Genau das haben sie auch geschafft. Und wir sind sehr gespannt, ob sie auch heute wieder an diese Leistungen anknüpfen können. Die Aufstellung des FC Getafe, so gehen sie in dieses Spiel. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt, 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Keine Sorge, Merino, den kriege ich noch. Dann haben wir vom Ratsrivalen mehr oder weniger 2 Topspieler verpflichtet. Und ich habe eine Bombe-Alternative. Die Aufstellung von Bilbao. Bei Ihnen sehen wir heute einen 4. Den holen wir uns auf der Deadline Day. Keine Sorge. Entsprechend wird der Offensiv. Ich krieg, was ich will. Die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Um die rot-weißen Trikots von Athletic Bilbao gibt es viele Legenden. Okay. Angeblich hat man damals einen Clubvertreter nach England geschickt, um blau-weiße Trikots zu kaufen. Und als es dann keine mehr gab, hat er einfach rot-weiße mitgenommen. Ob das stimmt, weiß keiner. Klingt aber schön. Sie wurden von englischen Arbeitern gegründet. Deswegen heißt es ja auch nicht Atletico Bilbao, sondern Athletic Club. Nur so gerade nebenbei. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Es sind tatsächlich Engländer gewesen, die diesen Verein gegründet haben. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Mata. Es ist Juan Mata übrigens. Ja, der ist bekannt, der Spieler. Und bitte nicht schon wieder so einen frühen Rückstand. Nein, diesmal nicht. So. Barrenetxea. Der heute mal von Beginn an spielt. Ach, spielt doch den vorne rein! Das ist doch Schwachsinn da jetzt. Mit den. Von dem hier durchaus eine Menge erwartet wird. Wie schätzt du das Ganze ein? Viele haben ja gesagt, sie müssen auf der Torwartposition. Dennis zu Damian. Und das ist natürlich eine enorme Verstärkung. Das war wichtig, dass der dazwischen geht. Mit viel Druck. Glück gehabt dann. Pfiff sorgt erstmal für Erstaunen abseits. Okay. Okay, mit dem rechten Fuß, ja, okay. Okay. Habe ich jetzt nichts gesagt. Athletic Bilbao sollte sich nicht ausruhen auf dem kürzlichen Heimsieg, als man es mit Mallorca zu tun hatte. Aber jetzt und Rückstand, wieder der dritte, glaube ich, mittlerweile, oder?
Nee, der zweite ist es, aber bei der erste war es ja, erstes Spiel waren 2-0, aber jetzt wieder so ein blöder Rückstand. Also Retafe. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Boja, Vivian kommt gar nicht in den Zweikampf und dann knallt er den hinten ins lange Eck und 1-0 für Getafe. Ja. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig. Oh ja, Sabal. Oh ja, Sabal, der hat da ein bisschen viel Platz, meiner Meinung nach. Vielleicht jetzt. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Oh, mit ein bisschen Glück kann sich da Getafe befreien, aber der Angriff wieder läuft. Williams, Nico Williams, Iñaki Williams, Entschuldigung, Iñaki! Nico ist gar nicht mehr im Kader, der ist nach Rom gewechselt für rund 41 Millionen Euro. Deswegen möchte man ja gerne nochmal nachrüsten auf dem Transfermarkt. Aber wie gesagt, das ist nicht jetzt das Thema. Das ist dann am Ende der Folge der Thema, wenn vielleicht der Deadline Day nochmal eine kleine Überraschung bringt. Wir wollen ja Merino noch verpflichten. Ah ja, okay. Geht gut durch. Muniain, jetzt kommt er dann wieder so weit fit. Elfmeter. Absolut richtige Entscheidung. Absolut richtige Entscheidung. Es ist Elfmeter. Elfmeter und gelbe Karte noch oben. Weil der Pass kam und dann kam nämlich der Tritt in die Beine. Aber das pfeift jeder Schiri so. Ja, ist genau richtig. So, Elfmeter. Iñaki. Chance auf 1:1 zu stellen. Chance auf den Ausgleich. Und da ist er. Da ist er. Ausgleich. 1:1, 27. Und zwar Ast rein ins linke Eck. Keine Chance für den Keeper, der geht dann mit der rechts runter. Der zuckt nach rechts und damit war der Weg frei. Ausgleichstreffer verdient er. Also was das verdient der Ausgleichstreffer, aber absolut richtige Entscheidung, den Elfmeter zu geben hier. Das war ein Foul. Er kam viel zu spät. Und ich nehme ihn mit. Ausgleich, wie gesagt. Und ja, die Verteidigung. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt noch. Oder vielleicht sollten wir nochmal eine Offensive, eine Defensive nachrüsten. Weil so ganz fest ist das da hinten alles nicht so. Und 2-1 Retafe. Und sie kriegen es irgendwie wieder auf die Reihe. Ich sage ja, so sattelfest ist das da hinten alles nicht. Sie bringen die Ecke rein und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Also 32. wieder drin, Retafe. Die Führung erneut. Guter Einsatz, da, Ball ist im Aus. Damian. Einwurf. Holt sich den Ball. Er bekommt die Unterstützung. Ah, Mann, wieder nicht da hinten in der Defensive. Wieder nicht durchgekommen. Da ist Platz für den Konter. Boja. Gutes, ja, kann man. Das wird wahrscheinlich gelb geben. Jetzt schießt er. Da passt der Torhüter auf. So. Was gibt da jetzt, der Schiri? Gibt gar nichts. Vielleicht mal jetzt Vivian. Der ist ja eigentlich Innenverteidiger. Der bricht auch ab. Der wird auch wahrscheinlich jetzt abbrechen. Ja. Ach ja. Hier rein. Unai Vencedor. Williams. Ah, oh,
das könnte es Williams! Sein. Ausgleich! 44. Erneuter Ausgleich für die Gäste hier. Unheimlich wichtiger Treffer, der Ausgleich kurz vor der Pause. Das könnte einen psychologischen Vorteil bringen. So, jedenfalls haben wir zumindest mal die Aufgabe. Viertes Saisontor mittlerweile für ihn. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. 2 Minuten werden nachgespielt. Munoz, Ayen. Muniain am Ball. Guter Ball, Rafael Munoz. Das sieht vielversprechend aus. Der jetzt erstmal wieder was, ein bisschen was probieren will. Und Williams! Und die haben sogar noch die dicke Chance, hier auf 3:2 zur Pause zu stellen. Nur der Keeper verhindert's. Ecke kommt. Und, oh ja, sag mal, nein. Pause. 2:2, also zwei Chancen nochmal für Bilbao, kurz vor der Pause. Kurze Pause ein. Boah. Ja, ist immer ein bisschen Hektik drin gewesen. Also Iñaki Doppelpack, Borja Majoral und Alenia mit den Toren für Retafe. Ich bräuchte da vorne mindestens einen zweiten, der noch Tore schießt. Goroceta ist momentan kein Top-Torjäger. Iñaki! Und das war ganz, ganz wichtig. Oma Alderete heißt er, ehemaliger Tana. Nochmal. Abseits, oder? Alenia, der Torschütze zum 2:1 für. Und Majoral, der Torschütze zum 2:2, definitiv. Ein bisschen sehr überhastet. Ja, wie gesagt, zu 100% sattelfest ist die Truppe da hinten nicht. Hat er gerade bei Manchester City unterschrieben. Olmo. Okay. Ein toller Transfer. Er bringt ja Sprung. Oh, Dunay Simeon. Also da, wie gesagt, das ist hier alles andere als sicher da hinten drin. Ecke kommt in die Mitte. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Oh, Maximovic. Alenia nochmal. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Abflug. Versuchen wir es nochmal. Er geht schön dazwischen. Nö, überhaupt nichts Abflug. Von wegen. Ballverlust vorne. Der Bewitz. Alenia nochmal. Suarez. Und sie verlieren den Ball dann doch. Oh, der verliert den Ball da hinten, der Munoz. Borja Majoral. Ja, wir müssen da hinten definitiv nochmal nachverpflichten. Und ich frage mich aber, wen kann man da nochmal nachverpflichten? Bei alle vier, also quasi mehr oder weniger ist es meine linke Seite. Es ist Munoz momentan, ja, so ein bisschen als. Können Sie klären? Kurzer Blick aufs nächste La Liga. Und dann ist es aber Muniai, der jetzt gerade mal ein bisschen Platz hat. Und Munia! Ein unfassbares Tor! Was ein Konter! 66. Spiel geht Rediger Munian. Der einfach Platz hat und durchmarschiert. Da ist der Konter und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht der Capitano. Der Capitano mit dem 2-3, Entschuldigung. Holt man sich hier diesen dritten Sieg in Folge? Fragezeichen. Munir. Munir, ja. Maximovic. Ja, kein Absatz. Munir. Der Schuss. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Ne?
Wo die halt. So, das kann man aber auch, Schiri, da kann man doch mal gelb geben. Da kann man doch mal gelb geben, weil der schön da reingegangen ist in die Beine. Wenn der Schiedsrichter, ja, er gibt auch gelb. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Marta. So, die musst du geben, das lässt keiner durchgehen. Nee, ist auch richtig so. Guruceta kommt aber nicht da durch jetzt. Baranetea. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Ja, der kommt ja nicht daran. Gute Ballführung. Und das will er jetzt Portu. Der kommt durch. Budial, Coach. Simon. Guter Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Guruceta. Celta Vigo heißt der Gegner. Guruceta. Spiel in der spanischen La Liga. Ah. Das klingt absolut machbar. Mit diesen Fans im Rücken geht vielleicht nochmal was, oder Bougie? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Sunset. Ah, das könnte was werden jetzt. Sunset! Oh, dann ist es hier das 2 zu 4 fast. Williams. Ecke, Muni ein. Ecke, oder? Chance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch nee, Abschluss. Oh ja, so ein Ball. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Und Guruceta. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Die Gefahr erstmal bereinigt. Williams. So, der geht auf jeden Fall erstmal vorbei und wir können bisschen wechseln. Die nutzen mal gerade die Chance, um zu wechseln hier. So, da werden jetzt einige gehen, natürlich den Club rausgehen. Ne, den nochmal raus. Okay, passt so. Und er hat die Riesenchance auf das 2 zu 4. 88. nochmal. So. Alle wechseln auf einmal. Nächste Ecke. Nee, Abschuss, okay. War der nicht da dran? War der Verteidiger da, von denen da dran? Oder der Einspieler von denen da dran? Meiner Meinung nach, aber gut. Meiner Meinung nach sagen sie nein, ist nicht. Akzeptiere ich. Weiter geht's. Spielminute läuft. Jetzt der Steilpass. Aber dann verlieren sie doch noch. Ja, komm mal Feierabend. Schiri pfeif ab. Letzten Sekunden, also wirklich jetzt viel wird nicht mehr passieren. Christian Porto! 3-3! Ja, was für ein Tor. Wichtig. Boah, ist das bitter! Das ist der Ausgleich und das zeigt vor allem, dass die Mannschaft intakt ist. Das tut jetzt gerade noch mal richtig weh. Wir hätten 19 haben können. Es sind jetzt 7. Es ist wie auf der PlayStation 4 noch am Ende. Das dritte Spiel auf Unentschieden. Und jetzt verlierst du es. Jetzt bist du hier tatsächlich. In dieser Begegnung. Es bleibt also am Ende bei du kriegst es nicht gebacken, diese Verteidigung. Spiel auf Augenhöhe. Beide mit starken Aktionen. Beide spielerisch richtig gut. Für mich ein gerechtes Ergebnis hier in der Liga. Fuck. Ich meine, es ist verdient, wenn man die Statistik ansieht, haben sie deutlich mehr Chancen gehabt, aber trotzdem, das tut gerade extremst weh. Boah, das tut gerade extrem weh.
So, ich werde mal jetzt schauen, dass wir nochmal Transfers machen müssen. Na, wir müssen definitiv noch gucken, dass wir hinten in der Unterhinein ist. Was soll der? Oh, definitiv noch gucken, was soll da noch in der Verteidigung, was Nachrichten? Den werde ich zurückholen auf jeden Fall. Jo, das wäre mal, das Thema muss angegangen werden. Das. Der soll definitiv mal ein bisschen die Defensive zumachen. Und dann Nunes, wenn der bleibt, kommt das wieder zurück zu uns. Deswegen hole ich ihn jetzt wieder, hole ich wieder rein in den Kader. Irgendwas zu Bildern, also noch. Ja, ich muss jetzt ein bisschen nachrüsten. Ich muss jetzt definitiv gucken, dass ich in der Verteidigung nachgerüstet bekomme. Deswegen werde ich jetzt auch nicht den Transfer versuchen, weil, das werde ich auch nicht mehr Rino jetzt verpflichten, sondern ich werde mir jetzt definitiv noch schauen, dass ich mir noch zwei Innenverteidiger, dass ich mir noch einen Innenverteidiger gucke. Ich muss diese Defensive zumachen da hinten. Akzeptieren. 5 Jahre. Gut, die Freigabesumme brauchen wir nicht drin haben. So, und jetzt möchtest du was haben? 5. Oh. 37. Einstiegsbonus 200. Und jetzt gucken, was er kommt. Ja, passt soweit. Zwei neue Verteidiger. Einen zurückgeholt und einen verpflichtet. Ja, ist übrigens eine Maske. So C-Wertung, okay. Super, dann haben wir das auch. Weil definitiv da irgendwo gerade ein bisschen was im Argen liegt. So. Sind einige tatsächlich hier. So, jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Ja, natürlich. Ja, ich hoffe, dass er irgendwann jetzt den Club verlässt. Weil er meckert gerade ein bisschen. Ah, der Herrera, der meckert jetzt gerade übelst die ganze Zeit. Da bin ich jetzt. Der jetzt natürlich ein bisschen. Ich habe hier genug zu verteidigen auf der Bank. Zu Bell, der soll auf jeden Fall erstmal da gucken, dass wir die Verteidigung zugemacht bekommen mit einem neuen Verteidiger. Deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, ne, Vivian erstmal, der Dings erstmal nicht. So, Paredes soll eh gehen. 2 Jahre und Padilla ebenfalls. So, dann haben wir die zwei auch von der Liste runter. Da passt das perfekt, dass ich da nochmal verpflichtet nachgekauft habe. Oh, Bellingham, 108 Millionen nach Liverpool. Die haben ja gerade erst zurückgezogen. Ne, vergiss es. 7,2 Millionen. Ari, delegieren. Du kannst 2 Jahre wechseln, aber nicht fix. So, da gehen jetzt zwei meiner Spieler, ein Paredes, den ich gerade der gerade noch gespielt hat, also zumindest eingewechselt wurde am Ende nochmal. Und Alex Padilla wechselt dann für ein Jahr nach Cagliari. Also nichts von Ruva, dass der nach Düsseldorf wechseln könnte. So. Angenommen. Iru könnte nach Düsseldorf gehen. Zu Fortuna. 7 Stunden noch. Ich glaube, 4 wird nicht passieren jetzt auf der
auf der Liste, auf der in den letzten Stunden. So, da ist der nächste weg. Der Kader wird langsam jetzt immer wieder ausgedünnt, also zumindest vorerst. Für 2 Jahre wechselt Anne Ru nach zu Fortuna. So, wirklich jetzt passieren wird nichts mehr wahrscheinlich. Ich habe nochmal nachgerüstet. Vincedor soll angeblich ein Angebot haben. Der kann aber ganz, ganz schön knicken. Das brauchen wir nämlich nicht, das Angebot. Deswegen werde ich das auch ablehnen. Grundsätzlich ablehnen, weil ich ihn gerne aufbauen will. Ja, gucken wir nochmal den Jugendstab. Vielleicht hat einer oder andere was noch gefunden. Scoutbericht lesen. Sonst will ich mal gucken, was wir Verteidigung vielleicht mal finden. So. Außenverteidiger verpflichten. Das haben wir denn hier? Potenzial ist gar nichts gerade momentan, ne? Hat aber doch hier oben das Potenzial wäre. Dann 73 bis 94. So, den nehmen wir mit hoch. Den brauchen wir nicht. Okay. Das Scoutbericht lesen. Ist jetzt nichts Besonderes dabei. So, gut. Scout zurückrufen. Du sollst definitiv bleiben, aber... okay, der ist unterwegs, ja. Gut. Dann haben wir zumindest wieder noch einen Jugendspieler dabei. Mit... keinem. Okay. Ich hatte ja noch einen Jugendspieler, den Spieler mit hochgenommen. Also der ist wahrscheinlich in der Jugendakademie. So, ich brauche ja definitiv mal noch einen Außenverteidiger, aber da ist jetzt nichts dabei. Na gut, okay, jetzt hat sich was erledigt. Das sind nicht so viele, die jetzt gehen würden. Von Z1394 gib mir das. Zu jung noch. Ja, es ist gerade 15. Ich kann ihn mit 16 erst hochziehen. So, dann brauchen wir das erstmal. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal. Wie viel Kohle haben wir überhaupt noch? Können wir nochmal verpflichten? 21 Millionen. Ich bräuchte definitiv nochmal einen Verteidiger, ne? So, zurücksetzen. Weil das kann ich nicht die ganze Position zurücksetzen. La Liga, Santander. Gerade mal hinten meine Linksverteidigerposition, die tut nämlich extrem weh gerade. Die hätte ich gerne nochmal verbessert. Real Sociedad. Position. Rolle LV. Diego Rico zu alt. Real Madrid. Real Valladolid. Auch beide zu alt. Der Kervi Galat. Ist ja eigentlich. Warte mal, Javi Galan, wo ist der? Was ist der für ein. Da muss ich nämlich. Ich muss ja googeln bei den Leuten. Ne? Javi Galan. Da ist er doch. Wo bist du geboren? Badajoz in Spanien. Ne, ist aber keiner. Also raus aus der Nummer. Schade. Ach, wie zu weit. Wir denken ja mal an das Baske. nee, warte mal. Ich will ihn schon versuchen zu verpflichten. Kauf vorschlagen. Vielleicht kommt er.
Transfersumme anbieten. Der wird bestimmt nicht kommen für den Preis, oder? Ist marktwertgerecht? Fragezeichen. Gegenangebot. Warte mal, was kann ich noch? Kann ich dir doch bestimmt noch was bieten noch? Verteidiger. Außenverteidiger. Eine Chapa, ein Moonlos. Transferangebot. 16 Millionen. Und ja, hoffentlich habt ihr vielleicht ja Interesse an dem Spieler. Angebot am Sinn. Akzeptieren wir. 19 Millionen. Schlüsselspieler, definitiv, du sollst Stammspieler werden. 5 Jahre. Akzeptieren wir. So. 30.000 und 200. Jetzt komm. Perfekt. Javier Galan wechselt als Linksverteidiger im Tausch mit Ayan Munoz. Und rund 19 Millionen wechselt er zu uns von Celta Vigo. Ist sogar eine Bewertung. Und damit haben wir unseren Wunschverteidiger. Also zumindest einen defensiven. So, passt soweit. Merino wird nicht kommen. Der Wechsel ist nämlich zu RB gewechselt schon. Und damit ist das Thema Transfermarkt für heute erledigt. Das ist die letzte in der letzten Stunde. Ja, Javier Galan ist da sogar schon Stammspieler drin. Der soll eigentlich aber auch. Gucken wir mal, was die Teamzentrale sagt. So, wenn sie doch richtig gerne mal außen vor lassen. Wo ist er denn? Da. Brauchen wir nicht. Genauso. Ja, und das brauchen wir nicht. Jacke soll auch lassen bleiben. Ja, okay, Rafael Garcia wechselt, bleibt. So, okay, wie immer auch sei, Thema durch, Transfermarkt. Dieses bittere Unentschieden noch gegen Getafe, das tut natürlich noch extrem weh. Gut, aber in der nächsten Folge geht's dann schon wieder weiter in der Liga und dann geht's gegen Celta Vigo. Bis dahin, tschüss.